Hey ho, liebe und böse Minenarbeiter und Minenarbeiterinnen. Immer noch auf dem Server. Ganz klar, ich bin hier gerade entschuldigt, ich bin noch gerade am Essen. Ich habe mir gerade, ich hasse es so sehr. Ich habe gerade einen Muffin gegessen und das ist nicht das Schlimme, aber was ich hasse ist, wenn man in einen Muffin beißt und der zerfällt in tausend Stücke. Und die darf man sich dann zu 90% irgendwie vom Fußboden wieder aufheben. Also, müsste mal jemand in der Fabrik Bescheid sagen, dass die mal ein bisschen Butter beimengen oder was. Davon wird halt, glaube ich, flockiger, ne? Vielleicht ein paar Eier und Mehl mehr rein oder sowas. Keine Ahnung. Ich bin ja auch kein Bäcker. Ich bin nur Muffin-Esser. Ne? Kommen wir jetzt mal zum Thema. Lasst euch nicht von meinem Geschmatze irgendwie stören. Wir sind jetzt hier plötzlich wieder in Neuwiesenfels angekommen. Letzte Folge habe ich euch Atlantis vorgestellt. Also alle, die jetzt einschalten und das noch alles gar nicht kennen, guckt letzte Folge auch nochmal, da sind wir in Atlantis gewesen. Ne? Die versunkene, sagenumwobene Stadt. Die existiert hier auf unserem Server von minenarbeit.de. Und diese Serie, die ich hier gerade drehe, widmet sich unserer alten Karte, von der wir uns gerade verabschieden. Die geben wir auf, die werden wir nur noch als Ausflugsziel weiterlaufen lassen. Aber man kann hier dann nichts mehr machen, bauen und sonst was. Es ist einfach dann vorbei. Wir kümmern dann, das passiert dann ab 1.9 richtig. 1.8 bekommt eine Übergangslösung. Aber was wir jetzt machen, ist, ich gehe jetzt mal Fußweg zum Bahnhof. Ah ne, Quatsch, das wollte ich gar nicht. Ich wollte euch ja, wenn wir schon dabei sind, dann kann ich euch das auch noch zeigen. Es bin jetzt natürlich einen kleinen Umweg gelaufen. Und zwar den Wiesenfelser Bahnhof, den habe ich mal zusammen, habe ich mal gebaut und gefilmt, wie ich das gemacht habe. Ich erinnere mich ganz vage. Diese Videos sind alle off im Moment, weil da zu alte Informationen drauf drin vorkommen und das ist so verwirrend. Nicht mehr up to date. Okay, dann gucken wir mal jetzt nochmal im Neuwiesenfelser Bahnhof nach. Ja, super. Das ändere ich gleich, weil ich habe natürlich ein Reiseziel. Und an diesem Reiseziel möchte ich keinen Regen haben. Das ist einfach schade. Ne? Ich mache das also fort. Weather sunny. Und dann ist das gleich wieder weg. Ja, wo ist meine Minenkarre? Gib mir meine Minenkarre. So, ich lasse das mal eben kurz an. Ob ich auf was sehe. Ja, einsteigen, Knopf drücken und ab geht die Fahrt. Ist nicht lange, geht um ein paar Ecken und dann sind wir schon ja im Wiesenfelser Vorland in dem Bahnhof. Dort werde ich dann umsteigen. Das werden wir gleich sehen. Wir sind auch schon fast da. Noch diese Ecke. Und dann geht es hier nochmal einmal rum. Und dann die Karre mitnehmen. Plong. Aber die kann ich jetzt nicht aufheben, weil ich ja natürlich unsichtbar bin. So und direkt wieder. Alles klar. Das mache ich jetzt einfach nur, um nicht abgelenkt zu werden. Und ein paar Spieler treiben sich hier nämlich rum. Erstaunlicherweise, ne, da das hier noch alles auf 1.7 läuft und auch ich habe mich ja downgegradet. Rigoros mein 1.8er wieder gelöscht und auf 1.7, weil man sonst jetzt hier gerade nicht auf den Server kommt. Ich muss mir beeile ich euch ein bisschen. Ich habe Angst, dass 1.8 vielleicht installiert wird auf dem Server und da, dann kann ich nicht mehr drehen und ach nee, Panik. Nein, Spaß. Es ist jetzt einfach nur so, ich möchte nach Chinatown reisen. Chinatown steht still. Es befindet sich so etwa auf halber Strecke zwischen dem zentralen Platz und dem Wiesenfelser Vorland. Diesen Bahnhof hier. Und da werden wir jetzt in die nächste Station kommen. Fahren wir hier auch noch ein bisschen durchs Vorland. Können wir noch so ein bisschen nach links und rechts gucken. Hui, ging es runter. Hui. Und juhu! Da vorne sehen wir schon, es baut sich jetzt wieder leider langsam auf. Ja, ich drehe mich einfach um. Dann machen wir die Fahrt notfalls nochmal. Oh, was war das denn? Das war aber jetzt. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, hier wurde aber. Ei!
Jawohl, hier sind wir schon voll im Chinatown. Da wurde einiges an dem Tunnel etwas verändert. Toll, dass die Leute weiterbauen, obwohl sie wissen, das wird alles aufgegeben. Ne? Aber warum auch nicht? Ach, die Karre lasse ich jetzt liegen. Und ich steige im Bahnhof Chinatown aus. Inzwischen haben sich hier auch noch andere Leute angesiedelt. Also Chinatown wurde ursprünglich erbaut von Johnson Freefall und Mahi. Und großartig Sachen haben die hingestellt. Den Bahnhof hier, den habe ich gebaut. Habe das einfach kopiert von Mahis Tempel da oben. Auch eine Sache, die ich vorher noch nie gemacht hatte, so in so einem Stil zu bauen. Hier ist dann noch ein Gebäude entstanden. Ist auch sehr schön. Aha, bin im Urlaub. Ja, wunderbar. Hauptsache, kommst wieder. Laufen wir mal weiter. Da oben ist eine ganz tolle Sache, eine ganz tolle Brücke. Und zwar war die Idee, Johnson hatte seinen Tempel nämlich hier links stehen, da hinten. Und Mahi auf dem Berg da drüben. Und dann war der Vorschlag, komm, lass uns mal eine Brücke bauen. Im asiatischen Stil. Das haben wir dann auch getan. Oder die haben das jeweils getan, die beiden. Schöne Details. Jetzt gucken wir uns das auch mal ein bisschen näher an. Das ist die Entfernung. So. Ah, machen wir das mal wieder aus, so. Ja, da unten sind wir gerade durchgezischt. Eigentlich wollte ich dann nach oben gucken, mir die Brücke angucken bei der Fahrt, aber da waren die Chunks ja noch ein bisschen zu lahm. Wir können ja da runterhüppeln. Darf ich natürlich nicht die Schienen betreten, also ich darf das jetzt aber schon. Nur normale Spieler dürfen das nicht. Aus verständlichen Gründen, weil es einfach nervt, ne? Da einer ankommt und du stehst da im Weg. So sieht die Brücke von unten aus. Ganz tolle Sache. Und hier ist auch noch ein riesen Gebäude entstanden von Mai. Und auch bombastisch. Auch alles sehr detailreich mit diesen ganzen Verschnörkelungen da drin. Also, das ist wirklich enorm. Aber wie kommt man da nicht rein? Ist da irgendwie. Wo ist das denn? Oh, hier. Oh, ja, es ist, glaube ich, nicht fertig, ne? Toll. Selbst innen dann die Wände und alles, ne? Toll. Da kann ich nur meinen Hut vorziehen, den nicht vorhandenen. Aha, lass mich raten, hier soll eine Treppe hochgeführt werden. In diesem Bereich hier von Johnson. Da unten turnt ein Creeper rum. Der kann mich aber jetzt mal. Chinatown, ne? Sowas müssen wir auf jeden Fall. Wir haben ja auch auf jeden Fall noch eine Ecke. Ja, gut, das ist so viel inzwischen. Boah, ich drehe hier Folge nach Folge. Also es ist unglaublich, was inzwischen alles entstanden ist auf dem Server. Auch Mangelware hat in chinesischem oder beziehungsweise asiatischem Stil eine Region errichtet. Shirakawa, ne? Und das sollte ich euch vielleicht auch noch vorführen. Also es sind sowieso jetzt noch einige Sachen zu zeigen. Also das ist jetzt hier nicht die letzte Folge. Obwohl ich hier so richtig in sich, langsam werde ich auch heiser und ich spreche hier nicht mehr ganz so viel, glaube ich, weil ich auch meine Stimme wird jetzt wieder ganz tief, weil sie langsam ermüdet. Nein, aber ich mache hier natürlich eine große Session, weil ich nicht mehr viel Zeit habe, alles vorzustellen. Ich kann jetzt das nicht über mehrere Tage verteilen, diese Session, sondern ich muss das jetzt an einem Nachmittag hier alles abdrehen. Die ganzen Folgen, die ihr bisher gesehen habt vom Server hier, diese Verabschiedungsfilmchen, ja. Alles in der gleichen Session entstanden.
Ich kann jetzt nur die Daumen drücken, dass auch bei den Aufnahmen nichts kaputt gegangen ist. Dass alles schön klappt. Ups. Scheiß Bäume, alle abpacken. Stehen also im Weg. Na, ist super geworden hier alles. Jetzt wird's dunkel. Da entsteht auch was. Was wird denn hier noch gebaut? Hier entstehen mehr solche klotzigen Gebäude, ja. Mit viel Grün, das ist auch nicht schlecht. Das ist schon das Wiesenfelser Vorland hier. So, da vorne ist der Infopavillon. Hier stehen so verschiedene Dinger dran. Das brauche ich euch aber jetzt nicht großartig zu erklären und zu zeigen. Ich würde eher sagen, dass wir vielleicht doch zurücklaufen zum Bahnhof und dann nochmal irgendwie jetzt, ja, vielleicht in die City fahren. Ins Zentrum und dort vielleicht das Portalhaus aufsuchen, ja, wohin weiß ich eigentlich nicht. Halt irgendwo hinzureisen. Wo schön ist, ne? Irgendwohin, wo schön ist. Nicht so scheiße wie hier. Da unten auch die Arche Noah, die ist auch unfertig irgendwie, ne? Sieht aus wie die Arche Noah. Obwohl ich keine Ahnung habe, wie die Arche Noah aussah. Falls sie überhaupt gab. Wahrscheinlich nicht. Bevor ich jetzt allzu philosophisch werde, suche ich mir mal. Ja, die Minenkarre ist natürlich inzwischen weg. Laufen wir zu Fuß, ne? Völlig verboten. Gut, dass jetzt sonst kein Admin da ist. Ich würde sonst ins Gefängnis geworfen werden. Und hätte keine Chance mehr da rauszukommen, jemals. Ich bin ein ganz schlechtbar, ganz furchtbar schlechtes Vorbild. Ein schlechtbares Vorbild. Aber guck mal, wie ich das mache. Ich laufe schön in der Mitte, neben, zwischen, nein, zwischen, ah, langsam komme ich auch wirklich ein bisschen in, kriege ich in so Wortwirrwarr und so Wortgerippe irgendwie. Hops. Hops. Ach nee. Hui. Ah, da vorne ist die Parkstraße. Da haben wir das erste Video dieser Serie gedreht. Weiter geht's jetzt nicht. Vielleicht komme ich da irgendwie rüber, so raus, runter. Ja, ein guter Mensch hat eine Leiter gebaut. Trotzdem, hier muss man irgendwie. Na komm, Kompass. Das hat sonst keinen Sinn. So, jetzt bin ich wieder auf der Brücke zur Parkstraße. Wunderschön. Inzwischen kenne ich mich ja sogar ein bisschen aus. Laufen wir mal über den Zentralplatz mal zur Abwechslung wieder. Haben wir ja einige Folgen lang nicht gesehen. Dran, 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 zum Portalhaus und da gucken wir mal einfach, was es noch für Regionen gibt, die man da vielleicht mal aufsuchen könnte. Am Bahnhof hätte ich mir noch eine Minenkarre holen können. Wir können auch was ganz Langweiliges machen. Haha. Ich glaube, das mache ich auch. Apropos Bahnhof. Wir fahren jetzt mal rüber in die westlichen Wälder. Nehmen nicht das Portal. Und das ist mal ein Fehler, machen viele Anfänger, die wollen dann westliche Wälder, klingt so cool, so wilder Westen irgendwie, ne? Und dann setzen die sich in den Zug, genau das, was wir jetzt auch machen. Ich crafte mir mal eben ein Minecart. Da habe ich es auch schon. Achso, da muss ich draufdrücken. Ich muss immer überlegen, wo ich draufdrücken soll. So. Wir nehmen die Strecke in die westlichen Wälder. Weil wir müssen auch nach all den Aufregungen der letzten Folgen jetzt mal etwas völlig Ödes tun. Ne? Wir machen jetzt mal den Anfängerfehler und setzen uns in den Zug. Zu den westlichen Wäldern, statt einfach das Portal zu benutzen. Ja.
Ja, da kann man sich jetzt verschiedene Dinge so ausdenken, die man so als Zeitvertreib jetzt machen kann. Man könnte, und das ist der Vorteil zu einer echten Zugfahrt, man könnte jetzt zum Beispiel mal einfach in die Küche gehen und sich Kaffee aufsetzen oder ein paar Eier abkochen. Ne? So Sachen, was man halt in der Küche so macht. Vielleicht könnte man auch einfach mal die Wohnung putzen in der Zwischenzeit. Ist auch eine gute Idee. Ihr hättet jetzt noch Zeit dazu. Ihr könntet jetzt aufstehen, mal eben die Wohnung putzen gehen. Ja. Schön feucht durchwischen überall und Staub wischen und Staub saugen. Man könnte auch vielleicht, ja, vielleicht könnte man auch mal so ein bisschen gepflegt in die Wanne sich legen. Lasst mal schön Wasser ein. Nehmt euch eine Flasche Sekt und eure Freundin mit oder euren Freund. Und dann macht ihr mal eine schöne Badewannen-Session oder sowas. Zeit genug habt ihr dafür. Zeit haben wir im Moment wirklich. Also, wir haben, also wenn es was gibt, was wir wirklich haben, ne, dann ist das Zeit. Viel Zeit. Ja. Ja, was könnte man noch machen? Man könnte jetzt zum Beispiel einfach mal die Sportschau gucken oder sowas. Sportschau gucken ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja. Die geht ja auch irgendwie lang genug, glaube ich. Ja. Wenn die dann fertig ist, dann sind wir vielleicht auch in den westlichen Wäldern angekommen. So spätestens hier sagen dann viele Leute so: Boah, die Zugfahrt ist aber weit. Nein, aber lange, lange hier. Die gelbe Linie ist ja, boah. Ja. Doch wer weiß, ja. Naja, jede Reise hat einmal ein Ziel, kommt mal zu Ende. Jetzt können wir es im Moment auch gar nicht fassen. Wir sind da. Doch, es ist wahr. Upsa, es ist wahr. Wir sind da. Ja, ich muss jetzt leider immer noch von dem Muffin irgendwie so ein bisschen, naja. Richtung zentraler Platz. Wir können auch jetzt mal zurückfahren. Nein, machen wir nicht. Wir bleiben jetzt in den westlichen Wäldern. Gucken mal, was da so gibt. Was gibt's denn hier so? Nacht. Nacht gibt's auf jeden Fall. Es wird aber gerade gleich Tag. Dann würde ich jetzt mal sagen, lassen wir das einfach mal so. Lassen wir es mal so, ja, genau. Das ist doch schön. Hier kämen wir mit dem Portal, das wäre etwas schneller gewesen. Dann wären wir jetzt auch wieder zurück und nochmal hin und nochmal zurück und wieder hingekommen. Ne? Ja, hier ist relativ auch dicht bebaut. Hier wohnt zum Beispiel der von Richthofen, ein auch sehr geschätzter Bürger, der hier in seinem Haus unglaubliche Redstone-Experimente macht. Wenn ihr mal was lernen wollt über Redstone etc., dann geht ihr mal zum von Richthofen. Lasst euch das zeigen oder guckt es euch an. Ja, wartet, bis er dann auch da ist. Es ist immer unhöflich, in Häuser reinzugehen, wenn die Bewohner gerade nicht da ist. Das ist wie im echten Leben, müsst ihr euch vorstellen. Also im Real Life, ne? Ihr geht ja auch nicht einfach mal beim Nachbarn rein oder so, wenn der gerade einkaufen ist oder gar nicht da oder so, ne? Da tut man ja nicht. Ah ja, hier hat auch der Rappknapp noch ein Haus, sein ursprüngliches Haus stehen. Den kennt ihr noch, ne? Der ist einer der beiden Erbauer von Atlantis. Da oben ist auch noch eine schöne Burg. Die gehörte dem Tobi. Oder gehört ihm immer noch. Ne? Aber ich glaube, die ist ziemlich vervollständigt. Wie ihr seht. Und es ist eine richtig schöne, mir gefällt es sehr gut, eine schöne, richtige, klassische Ritterburg, wie man die so kennt und wie sie sich gehört einfach. Ja, und hier unten kommen wir dann noch in einen Hinterbereich. Da ist dann noch so ein Dorf angeschlossen. Ein Dorf mit da unten einem kleinen Hafen. Da ist eine Glaskuppel. Ah ja, richtig. Ja, einiges entstanden hier. Schöne Mauer. Finde ich gut. Mit diesem Holz da drauf.
auch auf jeden Fall ein guter Stil. Der jetzt, da hat man jetzt eine. Ich mag ja oft diese großen, fetten Sachen nicht so gerne, weil die so klobig aussehen. Aber hier hat man halt schön diese Abwechslung der verschiedenen Materialien da drin. So wirkt halt diese einerseits sehr riesige Mauer doch nicht ganz so klobig, sondern es wird aufgelockert, ganz einfach. Weiter hier hinten sehe ich auch schon wieder lustige Sachen. Okay, was ist das denn da hinten? Naja. Die westlichen Wälder. Immer eine Reise wert. Es ist so schön auch da in den westlichen Wäldern, weil es ist auch noch relativ grün. Das sind halt eben die Wälder, ne? Und es ist noch sehr ländlich. Auch netter Vorgarten, ja. Sehr ländlich, wenig Weganschlüsse, Infrastruktur. Viele noch ein bisschen einzeln stehende Grundstücke, obwohl es ist doch auch schon ein bisschen ziemlich enger inzwischen. Aber hier ist auch mit der Erde da. Ja gut, wenn das so sein soll. Der Bauer das so möchte. Oder ist ihm einfach der Material ausgegangen? Was ist das denn da hinten noch? Sieht jetzt allerdings auch unfertig aus oder es soll halt irgendwas darstellen. Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal. Ja, das ist nicht fertig, ne? Das kann ja nicht wahr sein. Und ein Riesenplatz da hinten. Na. Jetzt interessiert mich allerdings auch, was wem dieser Ball da gehört. Den kenne ich nämlich noch nicht. Ups, ja. Nehmen wir mal den direkten Weg. Ups, ein Loch. Ah. Oi. Oi, das ist ja gruselig. Damit habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Oh, ist gut geworden, ne? Das ist gut geworden. Totenkopf. Schön. Finde ich gut. Ich hoffe, ich mache hier jetzt nichts kaputt, wenn ich so durchlaufe. Aber wir vom Film, wir dürfen sowas. Wir haben immer Sondergenehmigungen. Das lasse ich auch noch ein bisschen auf euch wirken. Auch ein schönes kleines Dorf. Ja, das ist ganz wichtig, ne? Nackt einkaufen ist hier verboten. Schlagermusik ist verboten, das finde ich persönlich sehr gut. Schlafende Kühe umschubsen ist auch verboten, ne? Das ist auch wirklich klar. Rattenbraten verboten, Hühnerquälen verboten, Jonglieren mit Klobürsten ist auch verboten. Oh, das bin ich jetzt aber wirklich sehr enttäuscht drüber. Ne? Affengeil ist das hier, jawohl. Ja, als kleine Entschädigung, das war hier, gab es leider auch wieder, den Kistenbug. Und das ist natürlich bei solchen Projekten extrem ärgerlich, ne? So. Was will man machen? Ihr seht das schon, das Schild ist gelöscht. Und das ist schon sehr frustrierend. Wir haben doch auch, uns sind doch die Hände gebunden. Wir können da nichts machen. Wir können auch eigentlich nicht richtig entschädigen. Also was da jetzt an Entschädigungen drin ist, das ist jetzt nur symbolisch ein paar Sachen. Wir können wirklich Spieler nicht hundertprozentig entschädigen, ne, für diese ganzen Geschichten hier. Ups, sorry für einen kleinen Cut, den ich hier gerade machen musste. Meine Stimme lässt mich jetzt so langsam im Stich, aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich mache weiter, auch ohne Stimme, es ist mir ganz egal. Hier gucken wir einfach mal in die Kiste rein, ne? Diese Entschädigungskiste, nichts Besonderes, also keine Diamanten und sonst was, was ihr euch eventuell vorstellt und so. Ja, und der Tokito-san, der das hier alles gebaut hat, der ist natürlich dann,
hart betroffen, wenn da so ein Bug vorkommt. Die Windmühle ist auch schön. Ja, der Tokutinosan, der hat hier auch wirklich enorm. Hab ich mir noch fast gedacht. Der hat hier schon teilweise Sachen aufgebaut und wieder abgerissen. Einmal hatte der da irgendwie einen tierisch geilen Turm, irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was genau das war. Und plötzlich war der weg und ich sage: Hallo, was machst du denn hier? Warum reißt du denn deine Sachen wieder ab? Nee, nee, das war wohl so gemeint, ne? Das ist, der baut dann einfach neu und so. Das, ne? Was ist denn hier noch? Gehört das auch dem Tokito-san noch? Ich glaube schon, ich müsste mal. Ach, jetzt habe ich gerade keinen Faden dabei. Guck ich mal nach. Doch, es gehört auch noch Tokito an. Dann ist der wohl hier wohl irgendwie verantwortlich und hat noch was. Ja, ist ja auch schön gemacht. Da sieht man dann gleich wieder, dass da ein tieferer Gedanke hinter steckt. Eine nette Bank auch noch. Ja, hier kann man sich ein bisschen erholen. Ach, hier sind wir oberhalb des Totenkopfes. Ah, ja. Was ist denn in dem Totenkopf? Habe ich denn da eine Möglichkeit jetzt vielleicht mit Kompass, ne? Ja. Super mit der schwarzen Wolle, damit das schön dunkel ist, ne? Und hier sind noch irgendwelche Kisten, aber guck ich natürlich rein. Ich glaube, das soll jetzt hier. Oh! Oh. Ich habe jetzt hier bestimmt irgendwelche Geheimräume entdeckt, die ich nicht verraten darf. Ja, aber hallo, ne? Ja, das ist jetzt auch, der hat hier ein paar Fabriken gebaut, richtig, so mit Ernte und allem, wo man automatisch abernten kann und, boah, ne, das ist der Hammer. Wie das funktioniert, weiß ich nicht, ich möchte das auch nicht vorführen ohne jemanden, der sich da auskennt. Ich versuche mal lieber die Treppe da wieder hochzuklettern. Das ist eine Leiter. Weiß ich auch. Ja, hier sieht das schon, hier wächst dann irgendwas, das wird dann da irgendwie, oh nee, ne? Und dann kommen hier Strömungen und keine Ahnung und landet alles automatisch in der Kiste und wird verarbeitet, ne? Zu Hamburgern. Ja? Was ist denn hier los? Was ist denn hier? Was ist denn? Ich habe keine Ahnung. Hilfe! Ist Tokito-san nicht auch der immer so Todesfallen gebaut hat? Oh. Das weiß ich auch nicht. Das Video ist auch schon so lange. Ich bin schon völlig kaputt und ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich finde nicht mehr heim. Ich finde nicht mehr raus. Ich werde gleich auch zu Sumpfkraut mutieren und dann werde ich geschnetzelt. Und man macht Hamburger aus mir. Komm, lass es irgendwo hochgehen. Hier jetzt hoch. Ja, ich habe gewonnen. Ich bin der klassische Siegertyp. Ja. Eher nicht. Hallo? 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 Gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich rauszuzaubern. Na? So, jetzt renne ich Richtung Portal zurück. Meine Stimmbänder zeigen mir jetzt schon diskreten Vogel. Sackgasse. Ja, hier stand ein Gebäude, das wurde dann und dann abgerissen. Das passiert halt, wenn Spieler inaktiv sind oder extrem hässlich bauen und das einfach nicht verschönern oder das, und sich, ja, und vor allem aber, wenn es inaktiv sind. In dem Fall war das so, stand ein großes Gebäude und da kriegt der Spieler halt eine Verwarnung, wenn er halt lange nicht erscheint. Dann stellt man erstmal ein Schild hin, so dass dieses Gebäude wird am so und so vielten um so und so viel abgerissen, sodass der, falls der in der Zwischenzeit noch erscheint, sich dann ja melden kann und sagen: Hey, hallo, was soll das? Ich bin ja wieder da. Aber wenn er nicht auftaucht, weiß man halt, er ist wohl weg, irgendwie keine Ahnung, kein Bock mehr oder ja, und dann wird das abgerissen, freigegeben, ne?
Grundstück hergestellt. Okay. Westliche Wälder haben wir uns so ein bisschen angeguckt und ich weiß, dass es hier noch Außenbezirke gibt, die ich aber nicht niemals finden werde. Ich habe mich jetzt, ich weiß es nicht, wo die sind. Ich würde eher sagen, wir verschieben den wieder eines Mal irgendwie auf die nächste Folge. Guck mal, ich weiß, es ist ja auch nicht so richtig, was wir da machen können. Wir haben noch ein paar, ja klar, wir haben noch ein paar Sachen nicht gesehen. Nach Arcane könnten wir vielleicht reisen. Shirakawa habe ich noch nicht gezeigt und die Biokuppeln sollten wir vielleicht auch nochmal eben aufsuchen, um die Sache zu vervollständigen. Und ja, ich denke, das ist keine schlechte Idee. Mal gucken, vielleicht kriege ich das ja sogar noch alles in der nächsten Folge unter. Das ist gut möglich. Ja, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall erstmal danke fürs Zusehen, wie immer. Und ja, macht euch noch eine schöne Zeit. Tschüss.